Hallo zusammen, mein Name ist David und das hinter mir ist Herbert. Ich bin 27 Jahre alt. Ich war gestern kurz einkaufen und ich habe den Discovery Channel laufen lassen. Das war ein Fehler, denn als ich nach Hause kam, stand Herbert schon vor der Tür mit einer weiteren genialen Idee. David, ich will einen Lehrer! Wozu brauchst du einen Lehrer? Den Hamster habe ich damals auch bekommen und jetzt will ich einen Lehrer! Ein Lehrer ist aber kein Hamster, es ist ein Mensch. Du kannst ihn nicht einfach haben, als wäre das ein Spielzeug. Ist mir egal, du Spaß! Ich will einen Lehrer! Nein, Herbert. Wenn du nicht willst, dass ich dein Leben ins Wasser zerreiße, dann tust du es! Du hast es schon zerrissen. Ich will schon! Also habe ich einen Privatlehrer angerufen und einen Termin mit ihm ausgemacht. Was? Wer? Was für ein Penner? Oh, das wird er wohl sein. Hallo, Sie müssen der Kenneth sein. Bitte kommen Sie rein. Also. Na, wo ist der Kleine? Wie alt ist er nochmal? Er ist 29, aber er wird behaupten, 27 zu sein, weil er vergessen hat, welche Zahl danach kommt. Aha. Aber ich dachte eher, das wäre ein Kind. Und wo ist der Unterschied? Das kostet mehr. Wie viel? 50. 20. 50. 30. 50. 40. 50. 48. 50. 60. Okay, 60. Ja! irgendwie habe ich das Gefühl, mich selbst verarscht zu haben. So, dann wollen wir mal sehen. Hallo, Herbert. Halt mal und erzähl mir was! Entschuldige mich bitte, aber ich kann wohl unmöglich meinen Mund halten und gleichzeitig etwas erzählen. Das geht nicht. Schon wieder so ein Glückscheißer! Kannst du nicht normal reden? Mein Name ist Herr Kennis. Penis! Nein, Herbert, Kennis. Herr Kennis. Natürlich, Herr Penis! Frau Lange, kein Penis! Ich bin doch nicht blöd! Über was willst du denn heute etwas erfahren, Herbert? Erde! Erde also. Okay, dann wollen wir mal sehen. Das ist unsere Erde. Ne! Doch, Herbert, das ist die Erde. Das ist unsere Erde? Was ist mit der Schildkröte und den drei Elefanten? Nein, Herbert, das haben die Menschen früher gedacht, weil sie nicht wussten, wie die Erde von außen aussieht. Aber jetzt können die Menschen ins Weltall reisen. Und jetzt wissen wir ganz genau, dass die Erde so aussieht. Genau so. Ich habe sie mir aber größer vorgestellt. Sie ist auch größer. Das ist nur ein Modell, ein Globus. Ich weiß, was ein Globus ist. Ach ja? Und was ist ein Globus? Keine Ahnung. Ja, Herbert, und was weißt du noch über Erde? Warum stellst du so viele Fragen? Du bist doch der Lehrer. Also pass auf, alles was blau ist, ist Ozean, ja? Und alles was gelb ist oder so grün, das ist Erde. Und hier wohnen überall Menschen, außer auf dem Nordpol oder auf dem Südpol. Also, Herbert, wo wohnen die Menschen? Oben! Nein, ich hab dir doch gerade gesagt, dass die überall wohnen. Außer auf dem Nordpol und auf dem Südpol. Und im Ozean wohnen die auch nicht. Auch unten? Ja, auch unten. Hier zum Beispiel Australien. Nein, die werden doch schon längst rausgefallen, du Blödmann! Nein, Herbert, die werden nicht rausgefallen, denn es gibt die Schwerkraft und das heißt, dass alle Menschen an die Erde gebunden sind. Wie ein Magnet. Siehst du? Wo ist dein Magnet? Ich weiß alles über Schwerkraft besser als du! Nein, Herbert, das ist nicht so, wie du denkst. Das ist anders. Halt's Maul, du bist dumm! 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 Dumm! Dumm, dumm, dumm! Dumm! Du bist dumm! Okay, ich bin dumm! Ich bin dumm, ja? Okay, ich bin dumm. Bist du jetzt zufrieden? Gut, ich glaube, der Unterricht wäre somit zu Ende. Wir sehen uns nächste Woche, Herbert. Nein! Ich will schlafen! Verpiss dich! Verpiss dich! Und war das gut? Nächstes Mal kostet das noch mehr. Was hat er mit Schwerkraft gemeint? Also wenn ich ein Eis esse und es in meinem Magen ist, ist das Schwerkraft? Und wenn ein Hamster Eis isst, ist da auch Schwerkraft? David! Was, Herbert? Ich weiß jetzt, was Schwerkraft ist und du nicht. Schön. Halt's Maul!